Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche da und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein specialiges Toy und zwar um das letzte Non-Promotion-Toy, das mir fehlt. Das ist das Herz eines Champions. Und der geneigte Zuschauer, dem wird aufgefallen sein, mir haben eigentlich noch zwei gefehlt. Einmal das Herz eines Champions und dann noch die Super Saiyajin-Kugel und oder Sphäre heißt sie, glaube ich. Die habe ich jetzt durch einen Lucky Try in Nux bekommen. Da wird es auch nochmal ein Video für geben, für die Wahnsinnigen, die sich das farmen wollen, weil das ist ein Todesgrind, das sage ich euch. So, jetzt gucken wir uns aber das Herz an. Dieses bekommen wir, sobald wir eine Quest abschließen, und zwar gemeinsam sind wir stark. Und diese Quest wiederum bekommen wir nur, wenn das Herz von Azeroth auf Stufe 70 ist. Und das wollen wir jetzt dann mal angehen. Ich habe mein Herz von Azeroth auf Stufe 70 hochgebastelt und kann jetzt bei Caligos eine Quest annehmen. Und bei der Quest müssen wir uns jetzt quasi in den Nexus begeben. Und dort bekommen wir dann auch die Vierer-Essenz von meiner Flamme. So, wir haben jetzt mal hier einen kleinen Cut gemacht. Und zwar bin ich jetzt mal zum Nexus geflattert. Und hier stehen schon Altbekannte, beziehungsweise ein Altbekannter. Caligos steht hier und dann haben wir hier so noch ein paar Kirin-Tor-Wächter und die sind hier am Casten. Und wir können jetzt direkt schon unsere Essenz einsetzen. Das machen wir jetzt mal. Müssen wir einmal hier auch wieder ein bisschen casten und was kommt dann? Okay. Einmal eingesetzt. Ah, jetzt können wir das Ding anklicken hier in der Mitte. Warte, Schuppe beanspruchen. Ah, okay, wir haben die Schuppe jetzt aufgeladen und können sie jetzt beanspruchen. Okay, anscheinend muss ich da hinfliegen. Mann, 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 wenn man hier keinen Flugmount hat, ne? So, Schuppe haben wir, das können wir abgeben. Und jetzt haben wir die Essenz, oder? So wie es aussieht. Gut, ja genau, hier ist sie. Jetzt müssen wir einmal wieder zurück und zwar, ja, einfach wieder zu Magni in die Kammer. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann sind wir angekommen in der Kammer. Und zwar setzen wir jetzt als allererstes die Essenz einmal ein. Und damit müsste ich, ja, wieder eine neue Legendary Essenz drin haben. Wunderbar. Jetzt glitzert das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Mir fehlen jetzt insgesamt noch vier. Und was wir nicht vergessen wollen, wir sind ja wegen dem Toy hier. Magni hat jetzt eine Quest für uns. Sprecht mit Magni heißt die. Und da gibt es dann quasi unser Toy. Und da müsste jetzt auch das besagte Video sein. Mich zu ihrem Sprecher berufen hat, spürte sie eine Zeit großer Dunkelheit auf uns zukommen. Unsägliches Übel hat sich erhoben, aber uns bleibt eine Hoffnung. Ihr Champion, ihr seid Azeroths Hoffnung. Dank eurer Taten ist dieses Amulett mächtiger geworden, als wir uns jemals hätten träumen lassen. Also, retten wir mal besser weiter die Welt. Okay, das hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so umgehauen. Retten wir mal weiter die Welt. Aber, oh, ich habe 1000 Ruf für Champion von Azeroth gekriegt. Und viel wichtiger, das Toy. Und das können wir uns jetzt gleich anschauen. So wie sich das mir bis jetzt gelesen hat, kann man da einfach das Herz von Azeroth einmal einsetzen. Jetzt schauen wir aber Herz eines Champions. Gehen wir mal aus der Gestalt raus. Und setzen das mal ein. Es hat 15 Minuten Abklingzeit. Ja gut, man hat das jetzt quasi so in der Hand, ne? Aha. Ist noch nicht bereit. Es ist im Endeffekt genauso, wie wenn man das einsetzt auf einer Insel zum Beispiel und hier so ein Riss sorgt. Dann kriegt man auch die Animation. Ja, okay, man kann das jetzt halt überall machen und nicht nur auf einer Insel oder bei irgendwelchen anderen Geschichten oder bei World Quest, wenn man Sachen sorgt. Ist nice to have, aber haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht aus den Latschen. Ja, das war es auch schon. Mehr ist es eigentlich nicht. Mir fehlen jetzt quasi nur noch Toys, die man ja von Promotion kriegt. Das sind die aus den Sammelkarten spielen. Da muss ich mal gucken, ob ich an das ein oder andere noch rankomme. Aber in-game habe ich mir alle Toys zusammengefarmt. Und ja, mich würde mal interessieren, wie viele Toys ihr insgesamt habt, beziehungsweise was eure Maximal-Toys sind. Es gibt nämlich viele Hidden-Toys und daran sieht man, ob man die Hidden-Toys hat oder nicht. Würde mich interessieren, was ihr dafür Zahlen habt. Gut, das war's mit dem kleinen Guide-Video. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.